Rapunzel. Rapunzel? Ich mein Gold. Welche Farbe? Ja, güldene Haar. Eine Frage mal. Cool, auf Karte. Warte mal, wären Farben auch gelb bei gewesen? Es wären alle so? Farben. Alle denkbaren Farben sind da drin. Also alle Farben. Ja. Also Gold, Gelb, ich weiß nicht, was da jetzt gewertet wird oder ob es als gleich gewertet wird. Das wird dann der Game entscheiden. Also wenn ich diesen Absatz lese, würde ich an Rapunzel denken und zwar an ihr goldenes Haar vielleicht, aber ich bin mir da jetzt selbst unsicher, weil... Vielleicht sollten sie uns doch mal durchlesen, um sicher zu gehen, was in dem Buch steht für eine Farbe. Ja, wir haben nicht wirklich Zeit zu verlieren hier, aber wir sollten uns dennoch ein bisschen beeilen. Bevor noch allerdings ist auch nochmal sicher gehen wohl besser, wenn wir bedenken, was hier passiert. Also ja, Gurtag ist dafür, dass wir nochmal die Geschichte lesen. Ich brumme zustimmend, während ich mein Schwert reinige. Ja, ich dachte mir schon, wenn du mit deinen Klingen fertig bist, hast du vielleicht auch noch was dazu. Ich hatte sowieso gedacht, dass du erstmal das Schwert reinigst. Sehr gut. Muss sein, also, ne? Ja, ich dachte mir das schon. Wir verstehen uns. Dann lesen wir das Buch, es scheint ja keiner dagegen zu sein. Ihr lest also das Rapunzel. Ja, also Rapunzel, würde ich sagen. Das darf Waller mal eine Runde liefen. Okay. Oh Gott. Ganz verwirrt und so, okay, ich mach mit. Ja, um es ein bisschen abzukürzen, er lest das Rapunzelbuch, aber er findet nicht wirklich einen farblichen Hinweis. Ihr dürft jetzt gerne mal alle einen Klugheitswurf würfeln. Ich sage und Legenden. Nein, Klugheit. Das wäre doch hier. Gut, einmal. Würfeln. Ne 9. Ich hab 13, also passt. Mhm. Jo, passt auch. Muss ich auch würfeln? Ja, darfst gerne. Okay. Ah, und jetzt sehe ich auch, wo da der Würfelwurf zählt. Interessant. Ist ein bisschen unübersichtlich gemacht. Wenn wir jetzt die Werte von Melly kennen würden. Ach ja, ihr habt alle gelungen, ne? Alle. Ja. Also ihr habt gelesen, also in dem Märchen, da kommt nicht wirklich was raus und ihr lest nochmal den Abschnitt und so. Also ihr seid euch jetzt eigentlich relativ sicher, denn dieser Abschnitt, dieser Rotcaption-Abschnitt, dass man allein aus diesem Abschnitt vielleicht noch eine Farbe herauslesen könnte. Aber ihr habt doch irgendwie so das Gefühl, dass ihr noch einen Versuch habt. Nur noch einen letzten. Oh Gott. Sauber. Ich weiß nicht wieso, aber vielleicht sollten wir das Rotkäppchen-Märchen nochmal durchlesen. Vielleicht haben wir da habt ihr da etwas übersehen? Dann lies. Wir haben dies gar nicht gelesen. Wie ich schon sagte, ihr seid ja, dann würde ich mal sagen. Ihr seid alle der Meinung, dass es in dem Abschnitt lesen und keine Märchen mehr. Dachte ich mir schon. Was? Ich sehe dem Abschnitt gar nichts. Es muss hier in diesem Abschnitt sein. Farbige Tür. Welche Farbe hat die Tür? Mit farbiger Tür. Gedanke, mit farbiger Tür ist wahrscheinlich diese Schaltflächen gemeint, deswegen farbig. Was? Die Tür an sich ist so bräunlich. Das habe ich auch erst so interpretiert. Okay. Und ich denke, es geht eher um den Abschnitt ab Rotkäppchen. Super, besten zwei Sätze dafür. Naja, ansonsten vielleicht noch Unschuld und Unschuld wird ja meistens... Ja, dann wären wir wieder bei Rot. Achso. Na, wieso? Unschuld wird ja meistens Unschuld! Weiß! Oder? Ach, das, was Waller nicht nie hatte. Nief, kommt so ein bisschen rüber. Es klingt fast wie ein Niesen, aber es könnte auch ein Lachen gewesen sein. Sie scheint amüsiert. Ja, Rulfan, dann bitte. Weiß? Warum ich schon wieder? Weil du groß, muskulös und auch stark bist. Und unser Versuchskaninchen.
Genau, weil Waller dir Honig ums Maul schmiert. Go, mach einfach. Toll, ich darf wieder ausbaden, was ihr euch zusammenreimt. Mit mir kann Wenn du nichts dazu zu sagen hast, hast dann kannst du wenigstens was machen. Hast eine bessere Idee? Also komm, mach schon. Ist ja schon gut. Gut, ich gehe zur Tür. Gebe einen. Ja, dasselbe wie vorhin, nur halt diesmal mit Weiß, ne? Weiß, okay. Also nochmal für die Notizen, grün, schwarz, weiß und lila. Genau. Ja. Und, ja, ich weiß zwar nicht, wie er auf Weiß kommt, aber es stimmt. Oh Gott. Stimmt, so. Die Tür geht auf. Ah, mach's fertig, ey. Alter. Die Unschuld, Weiß. Und damit muss ich sagen, das sind die ersten verdienten Erfahrungspunkte für Melli, weil sie kam zuerst auf die Idee. Cool. Unschuld ist gleich Weiß. Wäre ich nie drauf gekommen. All die Arbeit, die wir sonst gemacht haben, zählt nicht. Okay. Nee. Das Rätsel hat ja schon ein paar mehr Farben als eine, aber okay. Aber es waren bewusst, dass circa zwei Farben relativ einfach waren, das müsst ihr zugeben. Und ja, die dritte war automatisch wegen, ne? Und ja, letztendlich gelöst hat es dann ja, eigentlich. Ja. Aber da die Erfahrungspunkte kriegt, das ist eigentlich gut. Dann kannst du aufschließen mit euch. Dann kriegt sie die 100 Punkte, das ist doch nett. Weil sie, ne, muss ja einen neuen Charakter machen. Aber nichtsdestotrotz. Hey, ich war nützlich. Befindet sich hinter Tür ja was euch allen vielleicht helfen könnte, nämlich öffnet sie. Es ist eigentlich nur eine kleine Rumpelkammer, die sich darin befindet. Darin befindet sich ein Umhang. Ein etwas modriger und auch ein bisschen stinkender Umhang. Und weiter oben ist so ein kleines Regal-Dings. Da liegt ein Ring. Ein silberner Ring. Ich weiß gar nicht, ob ich Silber überhaupt tragen dürfte. Ich muss jetzt hier. Hier, weil ich den silbernen Ring sofort sehe, gehe ich sofort dahin und schnapp ihn mir. Okay. Nivis springt vor sie und hindert sie daran, den Ring einfach zu nehmen. Und Gurtag sagt einfach nur, einfach stehen bleibend und die sich die Sache angucken: Seid nicht so voreilig. Wir wissen nicht, ob hier nicht doch irgendwo noch Fallen lauern. Ich bitte dich, was kann ein silberner Ring schon anrichten? Ja, was kann ein schöner goldener Ring mit wunderschöner Schrift eigentlich alles anrichten? Mordor. Sorry. Irgendwas war in meinem Wovon redet ihr, der Zwerg? Ich hab keine Ahnung. Das habe ich mal in einem Traum gesehen. Immer noch seid nicht so voreilig, ihr gierige Elster. Immer noch sehr traurig auf den toten Wolf. Also so gierig bin ich jetzt auch mal zu der Runde und bringe ein bisschen Licht in die kleinere Kammer, damit man vielleicht ein bisschen mehr sehen kann. Vielen Dank, werte Fee. So, jetzt schauen wir uns erstmal an, was wir hier sehen, bevor wir einfach losstürzen. Ja? Schau auf Waller. Wenn es sein muss. Sehr schön. Ich verdrehe nur leicht die Augen wegen ihm. Abgesehen davon, dass ich einfach nur nicht wollte, dass du den Ring einfach krabbst. Ja. Was du natürlich nicht weißt. Nivis bleibt auch vor dir sitzen und lässt dich nicht mehr in den Raum rein. Ich hab dir das Leben gerettet, Wölfchen. Ja, das ist Nivis, aber egal, weil sie auf mich hört und nicht auf dich. Dafür wirst du sicher mal liebevoll abgeschleckt. Ja, genau. Hey. Du sagst dir das und während du so ganz nah an ihrem Gesicht bist, schlägt sie dir einmal so übers Gesicht. Schau dich dann nur wieder glücklich an. Und währenddessen... Damit wir noch das hier kurz haben, ich gucke mir den Hund an, ich sage danke für die Wäsche. Und nie fehlt mit dem Schwanz. Das sieht man immer noch. Und dich anschauen. So ein bisschen den Kopf geneigt, so gedreht. Während das passiert, schaut sich Gurtag mal den Raum an und schaut, dass da auch wirklich nichts ist, was uns schaden mag. Also kann irgendeinen Test machen, sind es Schärfe maybe oder sowas, ob hier irgendwie was faul ist? Ja, kannst du machen. Nur so eine so gut gesicherte Rümpelkammer ist jetzt nicht wirklich das, schon was seltsam, ne? Ich erwartet hätte.
Moment, ich muss Sinnesschärfe, ne, haben wir gesagt. Oder soll ich was anderes würfeln? Ich weiß nicht, was du möchtest. Sinnesschärfe. Klugheit, Intuition. Das ist schlecht. Ja, obwohl Klugheit, das geht noch. Warte mal, 5. Ich habe Klugheit von 16. Okay, also minus 1, jetzt habe ich noch 4. Intuition, das passt auf jeden Fall. Und noch eine Intuition, 18. Und ich habe eine Intuition von 4. Sind genau die 4, die ich brauche. Es passt. Okay. Ja, okay. Aber von aus mal außerhalb des modernen Gestanks des Umhangs abgesehen, nimmst du dann keinerlei anderen Sinne auf, ne? Also ich bemerke nichts. Es scheint hier sicher zu sein, sage ich an die Gruppe gerichtet. Rulfan! Könnt ihr ausgenutzt werden? Könntet ihr... Wollt ihr nicht mal den Umhang aufheben? Unglaublich. Währenddessen stürzt Kurtak zurück und springt hinter Waller, um von der Explosion nicht getroffen zu werden. Nein, nein, aber ja, währenddessen nehme ich den Ring. Während Rulfan sich den Umhang... Moment, Kurtak, was Rulfan macht. Ja, wenn er den nicht aufnimmt, ich nehme trotzdem den Ring und schaue mir den an, wer magisch ist. Ja, okay. Moment, Kurtak, könnt ihr die Sachen nicht vor irgendwie auf Magie untersuchen? Das habe ich vor. Aber ich denke, der Ring wird magischer sein als der Umhang, der modert. Magische Gegenstände modern eigentlich nicht. Vielleicht ist das so. Ja, wenn ihr das sagt. Deshalb sind sie gut, magisch. Ich greife mir diesen Lumpen und schaue mir ein bisschen näher an. Anziehen möchte ich ihn nicht unbedingt. Okay. Du schaust dir den Umhang etwas näher an. Ja. Mieft, dreckig, lumpig. Ja. Das war's. Ich mache währenddessen mal eine Probe auf Magiekunde des Ringes. Auf den Ring, Passt und... Passt ebenfalls, weil ich um 4 reduzieren kann auf die 14, die ich brauche. Ja, bei der Magiekunde, als du den da inspizierst, da ist auf jeden Fall was Magisches intus. Er leuchtet, also es ist so ein innerliches Leuchten, das du von ihm heraus siehst, und eine gewisse Energie geht aus dem heraus, definitiv. Nun, habt ihr was rausgefunden, Rulfan? Nein, es ist einfach nur ein billiger Fetzen. Nichts Besonderes. Halte sie bitte von nie fern, ihre Nase, sie findet das nicht so gut. Aber der Ring dagegen ist definitiv magisch. Also ich weiß nicht, was er uns jetzt bringt, aber kann ich nochmal untersuchen, ob wir wissen, was er bringt? Oder sonst noch irgendwas mit dem Ring machen? Oder ihn direkt anziehen? Also rein probentechnisch, du weißt, dass er magisch ist, mehr wirst du so nicht erfahren. Oh. So ein Scheiß. Einen Zauber dafür habe ich auch nicht, um irgend sowas zu entdecken. Ich fliege derweil zu Rulfan und dem modrigen Mantel hin und schaue mir den auch mal so ganz genau an. Ja. Und murmel dabei vor mich hin so, seine liebsten Spielzeuge. Was könnte es mit diesem Mantel auf sich haben? Mal den W20. Also, du bist dir zwar nicht sicher, aber du bist ja... Also das Einzige, was du weißt, ist, dass es mit diesem Umhang auch was... Da muss auch was dahinter stecken. Es ist nicht einfach nur ein bloßer, stinkender Umhang. Verdammt. Das heißt, wir müssen diese stinkenden Fetzen auch noch mitnehmen. Ja, also es ist auf jeden Fall irgendwas an diesem Mantel dran. Es ist nicht das, was es zu sein scheint, habe ich das Gefühl. Das ist interessant. Kann ich ihn bei einem Ring noch rausfinden, ob er wirklich aus Silber ist, aus purem Silber, oder ob da noch anderes Zeug drin ist? Und wenn ja, ob da Eisen drin ist, will ich genau wissen. Ah, da gab es einen Wert. Wie hieß denn der? Den hast du zwar nicht, aber fürs Protokoll, den könntest du jetzt aktivieren. Jetzt, mach halt den W20 und dann wissen wir, okay, vielleicht könntest du den dann demnächst. Muss ich nachgucken, ich weiß jetzt gerade den. Wahrscheinlich sowas wie Prospecting oder sowas. Ja. Eine 11, das würde ich dann auch. Ja, das hätte es dann geschafft. Okay. Ja, aber das ist reines Silber, der Ring. Reines Silber, das ist gut. Dann kann ich nämlich zur Not auch tragen, wenn ich will.
Ich darf nur kein Eisen an mir haben. Silber ist okay, soweit ich weiß. Okay. Interessant. Das merke ich mir. Ich sag dazu jetzt aber den anderen nichts. Mhm. Und steck den Ring mal ein. Okay. Da du den Ring jetzt einsteckst und er mehr oder weniger dir gehört, darfst du jetzt auch 3-2-1 spielen. Oh, okay. Dann, ja, machen wir das mal. 3-2-1 meins. Passt. Dammit! Eins! Habt ihr das gesehen? Ja. Ja. Die letzten Informationen. Schäbel. Und was ist jetzt mit dem Umhang? Das war das Wenn die Fee sagt, dass er das auch irgendwas an ihm ist, dann prüfe ich ihn auch nochmal auf Magie, weil. Vorher hätte ich nicht gemacht, weil er ein verwesender, komischer, hässlicher, fetzen Stoff ist, aber so kann ich ihn ja nochmal prüfen. Ich werf Gurdak den Lumpen rüber. Viel Spaß damit. Okay. Ich fange ihn aber mit einem lang ausgestreckten Arm und dann so, Dankeschön. Weil ich mit dem Fetzen auch nicht unbedingt zu tun haben möchte, aber ja, ich würfel Magiekunde auf ihn. Mhm. Darf ich es auf die schnelle Wart machen? Vertrauen wir den Würf, dem Programmierten hier oder nicht? Mach's lieber auf die alte Art. Da hat man's besser. Lame. Ich flieg währenddessen zu Walla hin und frag sie so ein bisschen verwirrt, sind die beiden immer so pingelig? Also es passt alles, weil ich es um 4 reduzieren kann, die 20. Aber die 20, nee, die zählt eigentlich erst, wenn es zweimal ist, oder? Ja, zweimal ist, also kann. 16, ne? Egal. Passt, ja? Ja, 16 Klugheit habe ich. Ah, okay. 2 Klugheit, Intuition. Intuition ist bei mir, glaube ich, 12. Ja, auch du nimmst 14, da definitiv was, du nimmst auch da was Magisches. Und mehr kann ich daraus nicht lesen? Nein, das geht erst bei Benutzung. Ja. Oh, das macht so keinen Sinn. Ich würde ja noch... Das könnte ja auch ein verfluchter Gegenstand sein. Das könnte es auch sein. Ja, also ich kann auch sehen, dass er magisch ist, aber wenn ihn nicht irgendjemand anziehen möchte, dann kann ich leider nicht mehr dazu sagen. Möchtest du dem jemanden geben? Oder wer steckt ihn erstmal ein, damit wir den Besitz erstmal klären? Ich halte ihn mal hin, weil ich will den definitiv nicht haben. Ich erbarme mich. Ich werde das Ding zumindest mal transportieren. Okay. Wenn ihn keiner nimmt, dann will ich ihn nicht unbedingt anziehen, aber... Dann ja, ich werfe dir über die Schulter und nimm's erstmal mit. Okay, dann darf Wohlfahren auch gerne das 3-2-1 machen, ob das dauerhaft bleibt. Okay. Pass mal auf, wie dein Kiep mal sehen. Er hat's ja schon mal hinbekommen, ne? Tatsache! Aber du musst es leider mit dem W20 machen. Mit dem W20. Willst du mich verarschen? Mit dem D6 kann ich das auch. Ja, gut. Ja. Schade. Ja, okay. Mit dem D6. War der Versuch, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, du hast schon Melli als Bot geholt, das ist schon... Das ist schon mehr wert, als du jeden machen könntest. Aber gut, die Gegenstände, die er jetzt dabei trägt, die sind halt nur temporär. Und er hat sie erstmal verstaut. Okay. Ich würde noch gerne mal hier unser kleinen Fee nochmal antworten. Mhm. Die hat mich ja was gefragt. Ja, gerne. Wirklich. So. Nochmal, was war die Frage, weil das Ganze durcheinander... Ja, sind die beiden immer so pingelig? Ach so, das, ja. Seit ich die kennengelernt habe, ein bisschen schon. Also, liebe Fee, ich mag zwar nur in eine Robe gekleidet sein, die auch nicht mehr die neueste ist, aber ich muss keine faulen Gegenstände an mir tragen. Ich kichere amüsiert. Gurdak, ich will auch sowas Faules nicht an. Gurdak sagt das wirklich so ein bisschen so, als ob er sich da zu fein für ist. Also, ne, so ein bisschen Würde hat er auch noch. Das kriegt man auch mit. Da kann ich auch sogar den Zwerg verstehen. Sowas würde ich. Ja, immerhin eine Sache, in der wir uns einig sind. Und dann wenden wir uns zum Gehen, weil hier scheint nichts mehr zu sein. In welche Richtung möchtet ihr denn gehen? Also, Gurdak wird die Abzweigung vorschlagen, die da ganz oben ist. Also ganz, ganz am Ende der Höhle, wo noch ein Weg frei war. Fragte die Gruppe halt, also er würde jetzt dort weitersuchen. Kann ich den Mantel nicht verkleinern und anziehen? Oh. Könntest du. Kannst ihn als Zelt benutzen. Wirklich? Ist eine Fee, du kannst Wünsche erfüllen, du kannst auch deine Wünsche erfüllen. Ja. Was, sie kann ihre eigenen Wünsche erfüllen? Sie hat noch, bis jetzt hat sie noch Narrenfreiheit. Erst in dem ich in der will ewig Session leben. Dann. Nicht alles ausnutzen. Außerhalb des Traums müssen wir dann halt ein bisschen Tacheles reden, aber jetzt hat sie noch Narrenfreiheit. Level 100! Bing! Yay! Unbesiegbarkeitsmantel! Yay! 6000 Abenteuerpunkte!
alle Stats Level 20. Stufe 20. Dann fliege ich zu Wolf und ihn. Darf ich? Ich will das Ding haben. Ich bin ganz aufgeregt. Ja. Ich schau mal Gurtag an. Was sagt ihr dazu? Ja, gib ihr den Umhang. Ja. Okay, wenn also ihr ihn eh nicht haben wollt. Ich halte dir den Umhang mal hin und schau, was passiert. Ist Umhang eh nicht so sinnvoll. Also zuerst versuche ich den Umhang natürlich selber irgendwie herumzutragen, was sich ein bisschen als unmöglich herausstellt. Ja, für die ja groß und schwer und ja. Aber jetzt darfst du sie auch das 3-2-1-Spiel machen. Überlege ich halt und flieg um den Mantel herum, was ein bisschen Glitzer fliegen. Ich kann mir das richtig so immer kleiner halt. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie so diesen schweren Mantel hat, also ganz kleinen Fitzel von dem Mantel und dann so richtig runterhängt dieser Mantel, sie runterzieht und sie richtig kämpfen muss. Ja, und denkt sich so, naja, wohl Rolle von denen halt noch festhält. Also. Ja, no, steht mir. Dann wird er ganz klein und sie zieht sich einfach an. Genau. Yay. Und dann, wenn er halt endlich kleiner wird, ziehe ich den dann auch an und bin ganz glücklich. Auch, also mich stört der Geruch nicht, ich freue mich einfach. Okay, du ziehst und dann explodiert sie auf einmal. Weil der verflucht war. Oh well. Du ziehst den kleingezauberten Mantel an, ja? Mhm. Okay. Du bist vergiftet. Ja. Dauerhaft. Keine gute Idee. Das ist jetzt echt schade, weil jetzt ist die kleine Fee auf einmal verschwunden. Was? Fug. Aber dieses was habt ihr gehört? Oh, wartet mal. Ich gehe an den Ort, wo die Fee das letzte Mal war und strecke meine Hand ganz vorsichtig aus. Huch. Widerstand. Ja, da ist er ja noch, aber du siehst sie nicht. Ah, Fee. Pass auf, oder ich fürchte, ihr seid gerade unsichtbar geworden. Wie unsichtlich. Oh. Diese müssen immer die schauligen Sachen, die guten Sachen sein. Wohl wahr, aber. Gut, immerhin ist das was Positives. Unsere Fee kann unsichtbar werden. Nicht, dass das uns viel hilft, aber okay. Sie kann immerhin nicht mehr angegriffen werden. Sicher? Selbst die kleinsten Dinge sieht man schnell. Ja, sieht man irgendwann eher, aber ja. Der Vollständigkeit halber. Immerhin. Lilina jetzt auch 3-2-1 spielt mit dem Umhang. Ja, genau. Aber ich sage noch dazu, während du das machst, das kannst du nebenbei. Aber immerhin kann sie jetzt vorausschauen und. kann sie jetzt vorausschauen und. unsere Kundschafterin sein. Jetzt ohne müsst Angst ihr euch entscheiden, wollt ihr Licht haben oder wollt ihr einen... Wir haben eine Fackel von den Zwergen, außerdem sind die immer noch da. Ich weiß nicht, was die machen die ganze Zeit. Die haben sich auch im Spiel beim Drachen zugeguckt. Ja, die haben... Ja, das muss man... ja, muss ich noch nach... Also gegen die Wand rennen. Die hatten Schiss, die sind bei dem Drachen ein bisschen weggelatscht und hatten... Okay, aber wir haben immer noch mindestens eine Fackel von ungefähr hier waren sie gestanden die ganze Zeit und haben euch zugeguckt beim Kampf. Ja. Eine Frage mal, weil ich habe jetzt auch nicht auf die Zwerge reagiert. Habe ich die Zwerge eigentlich bis jetzt mal bemerkt oder so? Ja, so im Hintergrund. So im Hintergrund waren die halt so ein bisschen eingeschüchtert. Also wie gesagt, im Kampf, wie sind die ganze Zeit hier. Auch in den Raum ging es nicht. Die sind total neben dem Wind im Grunde. Ja. Während wir da noch stehen und die noch nicht in Hörweite sind, oder? Die sind doch ein Stück weit weg. Ja. Wende ich mich, während wir dann mit den Sachen rumspielen und sowas, an die Gruppe und sage noch so nebenbei, ich bin auch nicht so sicher, wir konnten dem Wolf ja schon nicht trauen. Ich weiß nicht, was mit meinen Genossen da hinten noch so der Fall ist. Wir sind hier immer noch in einem Traum. Und das... die Zwergen. Meine Wasserangehörigen. Na super. Ach so, du hast sie wahrscheinlich noch gar nicht bemerkt, weil da ist auch nicht so schlimm, die fallen kaum auf. Aber in dem Moment, wo sie auffallen, das macht mir Sorgen. Denn die wollen hier auch die Schätze haben und ich glaube kaum, dass wir denen die zeigen sollten, dass wir hier gerade gefunden haben. Das könnte schlecht sein. Wir könnten sie fortschicken. Wenn ihr die Schätze wollt, müsst ihr den Drachen bitten. Ihr habt die Schätze gesehen. Tja, ja. Viel Spaß. Ja. Das könnten wir eigentlich wirklich machen. Ich würde nie was sagen. Wie haben wir anscheinend nur hier einen vernünftigen Zwerg. Ja, immerhin. Ist besser als keinen. Nun, ich denke, wir sollten weitergehen, aber vielleicht sollten wir uns mit den Zwergen nochmal befassen, denn eigentlich haben wir ja den Schatz gefunden in dieser Höhle und vielleicht sollten wir sich einfach mal sagen, wenn sie ihn haben möchten, dann müssen sie wohl sich mit dem Drachen auseinandersetzen, denn wir wollten ja hauptsächlich dich befreien, oder? Uns interessiert ja der Rest des Wortes nicht, des Drachen. Es ist auch sicherer, weil bevor noch so ein
Berserker-Kampf kommt. Jo. Ist, glaube ich, gerade so, was also, du gesagt hast. Also gehen wir zu den Zwergen hin und sagen, also ich spreche sie einfach mal an und sage so, nun Freunde, ihr habt den Hort doch gesehen. Wenn ihr eure Schätze wollt, dann müsst ihr wohl dorthin. Wir haben unsere Bekannte hier gerettet. Ja, unsere wunderhübsche Prinzessin. Und Gurtag sagt das mit etwas, ich will nicht sagen Abscheu, aber so ein bisschen angewidert ist er halt schon. So ein bisschen, so ein ganz, ganz klein bisschen sieht man so auf seinem Gesicht. Aber er ist hauptsächlich von Bart bedeckt, also kann man davon zum Glück nicht so viel sehen. und da wir unser Ziel hier erstmal erreicht haben, bedient euch, viel Spaß. Aber folgen müsst ihr uns ja jetzt nicht mehr deswegen. Ja, aber die Schätze, ich meine, die Schätze wollt ihr da nicht uns vielleicht helfen? Ich meine, die Schätze, den Drachen besiegen, nein? Nun, ich sage es mal so, ihr habt uns auch noch nicht viel weiter geholfen. Also könnt ihr das jetzt auch gern mal alleine machen. Na Leute, was sollen wir jetzt machen, ey? Mal aufgeschmissen. Ja, ich war so. Also die bereden sich so ein bisschen und dann, ja, wir bleiben erstmal hier. Und aber falls ihr es euch anders überlegt, wir sind hier. Wir werden jederzeit in den Kampf ziehen und ja. Ja, ihr habt nicht wirklich viel getan, als uns dieser nette Wolf angegriffen hat. Also, glaube ich euch da nicht wirklich. Und damit wende ich mich ab und gehe mit Nief. Okay. Nief an meiner Seite. Die Zwerge verharren dann auch hier ungefähr. Ja. Und okay, dann folgen euch nicht weiter. Ja. Wenn ihr noch was dazu sagen könnt. Einen kleinen Einwand. Ja. Hallo! Mann! Ja, ja Mann. Ein kleiner hier wegen. Hier. Gurtards Einsatz. Zwar habe ich das wahrgenommen, aber ich bin nicht so sauer. Ich habe nur ein kleines Schmunzeln gehabt und gehe einfach dran. Ach genau. So, deshalb, okay. Okay. Das ist gut, das ist okay. Ja, okay. Dann, ja. Wir hätten eigentlich drauf würfeln müssen, ob sie das wirklich wahrnimmt. Auf die neuen Wegen. Eigentlich sind es Schärfe. Ja. Wo geht's denn jetzt weiter für euch? Also, Gurtag wird wahrscheinlich diese Richtung einschlagen. Ich weiß nicht, ob die anderen das möchten. Wenn nicht, dann sollen sie dazu was sagen. Ja, bitte. Ist am besten, also ja, bin auch dafür. Wir sind ja hier oben. Oder halt hier in der Ecke gewesen. Wir waren ja schon hier unten. Genau, richtig. Soll ich dann jetzt vorausflattern? Wenn du möchtest. Das kannst du gerne tun. Also ich werde das auf jeden Fall erwähnen. Da du jetzt hier unsichtbar bist, brauchst du ja keine Angst mehr haben. Also ich rede jetzt mit der Luft, weil ich nicht genau mehr weiß, wie wir uns ja bewegt haben. Ich glaube, deswegen rede ich jetzt noch. Also. Ich rieche dich? Ja, der Mantel. Ach so, der Mantel. Ja, aber das ist ein Zwerg. So eine gute Nase hat er jetzt nicht. Also vielleicht nach Schätzen und nach Gold, aber nicht sonst. Nief wird dich riechen, ja. Und sie wird mir vielleicht auch sagen, wo du bist, aber ich rede trotzdem mit der Luft. Also, da du jetzt unsichtbar bist und keiner von uns kann dich wirklich sehen, also wenn du uns das zeigen würdest, wäre das toll. Aber wenn du da unsichtbar bist, kannst du auch doch jetzt voraus kundschaften, was so auf uns wartet und uns warnen, wenn irgendwas Gefährliches da sein sollte, oder? Ohne Angst zu haben. Okay, das geht. Ich meine, man hört schon noch so ein bisschen Nervosität in meiner Stimme, einfach weil ich nicht ganz alleine herumfliegen möchte hier in der Dunkelheit. Aber ja, gut, wie willst du durch den Mantel fühle ich mich halt doch sicherer. Okay. Pass nur auf, dass du nichts begegnest, was riechen kann. Das macht mich ein bisschen unsicher. Was strenger riecht wie der Mantel. Ne? Oh je. Ja. Okay. Naja, Hauptsache kann den Mantel nicht riechen. Sehr beruhigend. Strenger riecht. Mach mir keine Angst, sonst fliege ich nicht los. Oh. Ja, und wir wenden uns dann trotzdem in die Richtung und gehen dann weiter. Wunderbar. Ne? Willkommen zurück zum Mind Herr Bitchy. Ja, Freunde, wir haben einiges Großartiges geschafft im letzten Part. Wir haben ein neues Gruppenmitglied. Hallo, Melli. Hallo. Ja, willkommen, dass du jetzt für immer dabei bist. Jetzt noch als Traumwesen, aber dann, wenn der Traum endet, dann kommt auch die eiskalte Realität auf dich zu. Später da bist du das letzte lebende Gruppenmitglied. Vielleicht. Wir sterben jetzt gleich hier in dem Traum, also. Ja. Dann ist das die Melli-Show. Ja, dann wird das so eine Single-Action. Wird auch interessant werden. Nein. Wir werden das irgendwie schon überstehen. Nicht wahr, Rulfan? Ja. Nicht wahr, Falla? Ja,
ja, hochmotiviert, man hört's schon, ja. Ihr seid Kanalien, moin. Ja, und Gurtag ist auch am Start, ja. Okay, also ihr habt ja schon gesagt, ihr wollt jetzt hier in der Richtung weitermachen. Ja, Melly mit ihrem Umhang, der sie unsichtbar macht, vorausschicken, um schon mal so ein bisschen mehr Bescheid zu wissen, was uns erwartet. Ich lasse übrigens Neve nicht mehr von meiner Seite, also sie wird dir nicht folgen. Okay. Definitiv nicht. Okay. Sie bleibt bei mir, ich muss sie beschützen. Gut. Also wie ist das jetzt genau? Wollt ihr erstmal, sollen wir nach dem Namen gucken? Lilina, wollt ihr Lilina erstmal vorfliegen lassen und abwarten oder wollt ihr schon mal in die Richtung latschen, mehr oder weniger? Wir gehen langsam hinterher, aber ja, nicht wirklich schnell, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Okay. Dann werdet ihr nämlich relativ schnell feststellen, dass da gar nicht mehr so viel kommt und das ist ja umso besser. Moment, da werde ich mal kurz Soll ich dann laut Sackgasse rufen? Nicht ganz, Moment bitte. Du solltest besser nicht laut rufen in dieser Höhle. Du weißt nie, wer dich hört. Du könntest schnell wieder zurückkommen. Ja, fliegst. Rauskommt. Ich meine, viel schneller als fliegen geht ja wohl nicht. Vor allem, da hat dich der Umhang nicht mehr behindert. Was eine coole Fähigkeit also, ist. Ihr lauft schon in die Richtung und ihr merkt auch, der Gang wird ein bisschen enger und es scheint in einen Raum zu führen, aber da kommt euch auch schon wieder die Fee entgegen, aufgeregt. Okay. Mehr oder weniger. Also ihr hört sie dann, weil sie ist ja unsichtbar. Ja, ich leg dann mal den Mantel ab, damit sie mich auch sehen können. Okay. Und bin ganz freudestrahl und sag, hey, da ist was, da ist ein Raum mit so komischen Altaren. Ich glaube, das weiß ich nicht, so 4-5 Stück auf jeden Fall. Und da stand irgendwas Komisches drauf. Aber das ist gar nicht mehr so weit weg. Also Altare. Kann ich irgendwie kann ich darauf was würfeln? Altare ist ja mehr so Götterkult-mäßig. Kann ich darauf würfeln? Götterkulte? Ob mir das irgendwas sagt? Nein. Also kannst du. Oder darf sie mir die beschreiben? Ja, okay, dann warte ich halt noch. Dann gehe ich halt misstrauisch vor, also gehe ich misstrauisch in die Richtung. Ja, also der. Schauen wir uns das mal an. Der, sollte nicht lieber ich vorgehen? Ich habe ein Schwert, ich habe ein Schild. Das hilft dir gegen Götter auch nichts. Also, der Raum wird an dieser Stelle hier deutlich enger und es ist fast schon wie so ein Eingang durch einen Raum, durch ein Zimmer. Und ihr seht oben, über dem, bei dem Gestein, seht ihr auch eine Schrift, die ihr alle lesen könnt. Also so quasi wie so ein einladender Text in den Raum. Und da steht geschrieben. Sprich Freund und tritt ein. Da steht geschrieben, wenn der Traum endet, endet auch das Opfer. Genauso wie die Belohnung. Nur selten bleibt Opfer oder Belohnung für immer bestehen. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist doch jetzt kein Rätsel, oder? Wie gut, dass niemand von uns gierig ist. Vielen herzlichen Dank. Bist du dir sicher, dass niemand von euch gierig ist? Ja, das war Sarkasmus. das da, sage ich zu der Gruppe, klingt nicht gut. Ach, und was du nicht sagst. Wenn ich das richtig deute, was auch immer das Opfer sein soll, aber wir müssen uns wohl am Ende entscheiden. Wenn wir Pech haben. Ich leg den Kopf so ein bisschen schief und sag, warum wird jetzt auch da wieder von einem Traum gesprochen? Sind doch alle wach? Belaste dein hübsches kleines Köpfchen nicht damit. Nee. Wir haben andere Dinge drüber, um drüber nachzudenken. Lass uns erstmal den Raum angucken. Können wir in den Raum reingehen? Ist das möglich? Natürlich. Dann schauen wir uns da mal um, oder? Ja, ihr geht in den Raum rein und ihr seht, wie die Fee schon ein bisschen beschrieben hat. Das sind Altare, 5 Stück an der Zahl. So auf halber Menschengröße groß. Und es steht auch immer was, bei jedem einzelnen Altar steht auch was geschrieben. Ja. Können wir das lesen? Das könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Dann denke ich mal, ohne es laut vorzulesen, lesen wir uns das durch. Hm? Jeder ein Altar? Wollt ihr? Oder alle gemeinsam auf einen? Also ich werde nicht auf den Altar steigen. Nein. Nein. Das scheint alles verrückt zu sein. Ich denke, wir können uns schon aufteilen. Ja. Okay, machen wir es so. Ich bleib bei Neve, ja. Oder Neve bei mir, ihr. Okay.
Dann, nicht sterben. Moment, wer war denn vor das da vorne? Wer möchte zuerst? Ich war vorne. Vorne gefahren, oder? Okay. Dahinter ich. Ich war vorne, ich hab gesagt, ich geh vor. Also, Gurtag und Neve werden dann den ersten Altar begutachten. Also, ich sag jetzt einfach mal den ganz links. Wobei müsste ich nicht ganz vorne sein, weil ich es ja hingeführt habe. Ja, aber du bist ja wieder zurückgekommen. Okay. Ich meine, du kannst immer noch über uns geschwebt haben, ja, also das müsste John dann entscheiden, wer zuerst ist, aber. Dann schwebst du einfach nach Gurtag, würde ich sagen. okay, also der erste Altar, bei dem jetzt Gurtag und Neve stehen, da steht geschrieben. Also, das ist halt so nochmal zur Beschreibung erstmal. Das ist so ein Altar, wo man halt was ablegen könnte, rein theoretisch und dann. Und da steht geschrieben unten drunter: ein abgeschnittener Finger für eine ganze Hand. Oh Gott. Bei, dann kommt, Lilina, die bei dem zweiten Altar steht und es liest. Das kannst du auch lesen. Da steht geschrieben: eine tote Fee, um selbst wünschen zu können. Was? Oh Gott. Okay. Beim dritten Nein. Altar, wer möchte? Wer kommt als nächstes? Ja, dann nehm ich mal. Ja. Okay. Ich mach den. Voila. Bei dir steht, bei dem Altar, ein Tier für seine Fähigkeiten. Lies dir das laut vor. Lies das jeder laut vor? Oder nein, das liest ihr für euch erstmal. Das liest ihr für euch erstmal. So, oh dann nein, an, oh nein, oh nein. An vierter Stelle, dann bleibt ja nur noch Rulfa. Ne? Yeah. Ja. Der fünfte hat halt noch keinen Besucher bis jetzt. Beim fünften steht, ein Drachenzahn für einen Drachentöter. Ein Drachenzahn, du willst dich doch verarschen, ey. Ja, ein Drache, könntest du mir meinen Zahn geben? Oh, kein Problem, hier, der ist eh locker. Ich kann die Zahnfee spielen. Okay, Zahnfee spielen. Sollen wir es jetzt laut vorlesen sollen? Noch, ja, das oder? Bleibt euch überlassen, was ihr jetzt... Ja, das kannst du dann machen, wenn du das willst. Ich lese einfach mal laut vor, was bei mir steht, also... Ja. Bei Sumo ist das grausig. Was ich traue mich gar nicht, meinen Text zu lesen. Ich lese jetzt auch meinen Text vor und schaue fast entsetzt jetzt zu Gurtan auch. Denk nicht mal dran. Neve würde ich sehr entsetzt. Übel angucken jetzt. Und sie wird knurren dabei. Ja. Laut knurren. Hey, Information. Ich gucke entsetzt nicht. Belustigt. Ja, es ist egal. Ich lese also, meinen Text nicht vor, stattdessen werde ich irgendwie eher ganz weiß im Gesicht und ziehe mir schnell den Mantel an und verschwinde. Oh. Okay. Also auf die Reaktion gehe ich hin und schaue mir das an. Frage. Ja, was du natürlich auch lesen ich kannst. Will jetzt auch, das würde ich auch jetzt gerne erfahren, weil ich habe das ja... Ich daneben war und hat das auch jetzt bemerkt, dass er auf einmal weg ist. Ja, ihr könnt natürlich frei laufen. Ich lese es vor. Ja. Also ich lese es eh vor. Also ich habe ja auch was vorzulesen. Also kleine Fee, du kannst ruhig wieder rauskommen. Das wird garantiert nicht passieren. Auf jeden Ganz Fall wird das nicht passieren. Was soll der kranke Scheiß? Ich gehe dabei zum fünften Altar. Sie kann es zwar nicht lesen, aber sie kriegt es halt aus meinen Gedanken mit und deswegen jault sie ein bisschen. Okay. Ja. Wolfgang geht zu dem fünften Avatar und da steht geschrieben: all deine Kleidung für anderen Reichtum. Das ist doch ein schlechter Scherz. Das ja, ist Wolfgang. Wie sieht's aus? Vergesst es. Vielleicht wollte ihr lieber das Maler hier strippt. Das war da sicher aus. Ich muss mal kurz aber hier an die negativen Eigenschaften erinnern. Wer hatte von euch nochmal Goldgier? Ja, Moment, genau, Sekunde. Was hast du gesagt? Reichtum? Oh nein. Also ich werde also, jetzt. Gurtag nimmt die Hand vor die Stirn und es sieht sehr, sehr komisch aus. Ich glaube, das kennt keiner von euch, also, diese Reichtum, diese Geiz, sowas in der Hinsicht. Wer hatte das bei euch noch? Nein, Geiz hat nichts mit Gier zu tun. Ich. Goldgier. Aber Geiz hat nichts mit Gier zu tun. Ich Goldgier. Das ist was völlig anderes. Ich hab Goldgier, ja. Hier, wartet. Oh, lass mich doch mal. Sorry. Aber dann hätte ich schon mal eigentlich schon mal beim Drachen reagieren müssen. Und das ist hier eh ein Traum. Daher.
Nein, das heißt eigentlich nur, dass du bestraft werden müsstest, indem du das jetzt wirklich auch tust. Oder so. Vom GM. Weil aber du da kämpft er viel gegen Würde, also bitte. Ja, es kommt doch mal, wie stark Moment. Die Gier ist. In Anbetracht dessen, dass es ein Traum ist, überlasse ich es euch, ja. Ja, gerade weil es ein Traum ist, sollte das machen. weil das ist ja nicht seine echte Kleidung. Ich werde hier nicht nackt durch die Gegend stapfen. Nein. Das Schlimme ist, das würde das. Nee, Kleidung ist jetzt nicht Schwert und Schild. Weil Bewaffnung und Kleidung ist ja nochmal ein Unterschied, oder? Wie würde der GM das entscheiden? Ja, Bekleidung, nicht Bewaffnung. Also wirklich nur Kleidung an sich, wie zum Beispiel bei mir die Robe und die Stiefel oder so. Richtig. Okay. Und der Gürtel, das sollte besser nicht der Fall sein. Ich weiß immer noch nicht, was er macht, aber. Tja, Rulfan. Aber Walla wollte noch was sagen, glaube ich. Ach ja, Walla. Danke! Ich werde sie immer ignorieren, Alter. Ach, ist doch nicht wahr. Kann ich sag ja was, wenn du Peppermann hüpfst. Also ich will jetzt hier auch auf dieses Kleidung für Gier. Ich steuere jetzt auch dahin und habe schon so einen richtig gegen Ach ja, stimmt. Für dich ist das kein Problem, die Kleidung auszuziehen. Ja, wissen wir ja. Ja, ist ja nicht viel da, ne? Ich sag mal so, das ist, klingt besser als ein Tier zu opfern. Oh, war leider. Oder eine Vieh. Willst du wirklich unsere Würde opfern dafür? Hey, möchtest du eine Hand verlieren? Hey, wobei, wir könnten den toten Wolf benutzen. Nein, ich bin nicht geneigt. Was, wir könnten was machen? Den toten Wolf benutzen. Hand, ist auch ein totes Tier. Eigentlich brauchst du einen Finger bei mir, ne? Just saying, Finger. Aber, Ah ja, stimmt. Der Wolf, das ist ein Tier und er ist schon tot, also ja. Aber was hat er denn für Fähigkeiten? Das ist Neve doch egal. Für Neve damit buffen können, wenn der bufft für immer. Ja. Und Gürtag, habt ihr bei dem Drachen nicht einen Gürtel mitgenommen? Das wäre doch ein Kleidungsstück, was man eintauschen könnte. Gegen das heißt alle Kleidung. Alle Kleidung, Herr Söldner. Alle Kleidung. Alle ganz Kleidung. Ehrlich, ich hätte keine Scham, das abzulegen. Ja, das glaube ich dir sofort. Wir wissen, dass ihr keine Scham habt, das wissen wir. Das haben wir alle mitbekommen, hey, in der Taverne. Dankeschön. Wenn das tun will, dann... Hey. Sekunde, ich muss mal auf Rulf. Hey, Rulfran. Du hast ja mich nackt aus dem Zimmer rausgeholt. Ich glaube, die hat's nicht geschadet. Oh. Ja, ihm ja, nicht. Aber ich bin nicht scharf drauf, das nochmal zu sehen. Und zwar dauerhaft. Ich würde auch gerne davon absehen. Das bleibt letztendlich Wallas Entscheidung, also. Ja. Wenn sie sich auszieht, gehe ich aus dem Raum und hol den Wolf. Weil... Mit Neve, mit Neves Hilfe, weil ich allein bin nicht stark genug, um den ganzen Wolf zu schleppen. Okay. Ja, Walla, was willst du tun? Zwerge. Also, jetzt out of character. Also ganz ehrlich, persönlich will ich jetzt eigentlich nicht machen, aber da ich ja einen Charakter hier spiele. Ja, natürlich. Ganz ehrlich. Ja, ich würde auch dementsprechend. Aus, gierig, mach es. Wenn ich gierig werde, müsste ich es auch machen. Ich meine, also, ihr habt ja die Chance auf eine Belohnung. Also von daher... Okay. Hier. Oh hier, Gott, Moment, ich bin auch hier ein bisschen. Sekunde. Du verlierst, Alter. Eine Sekunde, ich muss noch hier etwas einbinden jetzt in den Charakter. Ja. Und außerdem, ich habe keinen Bock mehr, dieses Prinzessin-Outfit anzuhalten. Stimmt, das ist ja auch noch. Also. Ja. Irgendwo ja, aus dem Dunkel, also, Dunkelheit, weil ich immer noch meinen Mantel trage. Aber das Kleid ist so schön. Oh. Ja, gib's lieber der Fee, sage ich, während ich aus dem Raum gehe. Wenn du dich schon aufziehen musst. Moment, Sekunde. Gut, dann, falls du noch Kleidung findest, gib sie mir. Ganz bestimmt. Okay. Ja, also, ich bin auch zum Wolf. Also, ja. Also während die anderen sich zum Wolf begeben, um das eine zu machen, ist Wallace sich schon mal am Ausziehen und... Oder? Hab ich das richtig Rulfan aufgehört? Und die Fee haben nichts gesagt. Anscheinend will Rulfan ein bisschen stieren. Ganz kurz. Nochmal, wie lautete nochmal der Spruch, der da quasi uns willkommen hat mit dem... Traum und Opfer. Ich hab den. Der Spruch am Anfang hieß: Wenn der Traum endet, endet auch das Opfer. Genau wie die Belohnung. Nur selten bleibt Opfer oder Belohnung für immer bestehen. Okay. Auf das Insel kann man sich ja denken, ne? Das ist das 3-2-1 meins. Ah, okay. Muss ich dann auch mein Säbel ablegen eigentlich? Nein, also nur die Bekleidung. Die Bewaffnung ist egal. Gut. Also, Bekleidung. Oh mein Gott, ich muss das machen. Scheiße. Fuck.
Okay, ja, ja, also sorry, das war jetzt out of character. Sorry. Also ich habe jetzt die Bekleidung abgelegt für dieses Opfer. Okay, du legst all deine Kleidung da ab. Auf diesem Altar. Ja, du bist jetzt nackt, außer deiner Bewaffnung. Darauf fängt der Altar an zu brennen, also deine Kleidung verbrennt. Also verarschen kannst du den nicht. Der Dunkelheit hat nur sein Oh. Das Brennen hört auf, die Flammen erlischen. Und ein, ja, ein Beutel voller Gold erwartet dich. Und das ist ein Beutel mit 100 Dukaten. Das ist sehr, sehr viel. Ja. Und jetzt darfst das du... Das auch noch zu behalten, ey. Jetzt darfst du gerne dein 3-2-1 machen. Und wenn du das schaffst, dann bist du verdammt reich. Oh Gott, Sekunde. Glücksbringer, komm hier hin. Was? Marc, kreuz die Finger, ich brauche jetzt Glück, weil die will ich haben. Kreuz die Finger, nicht die Mittelfinger. So, Achtung, fertig und... Kreuz die Finger. Flip the bird. Nope. Aber damit, wie es im Titel auch schon hieß, jetzt musst du nochmal 3-2-1 machen, weil wenn du jetzt das Negative versagst, dann bist du in der realen Welt nackt. Alles klar. Also nochmal bitte. Ich wusste, ich hätte... Wenn du versagst, was heißt das? Bei 1, 2, 3 wäre jetzt nackt, aber nee, nochmal davon gekommen. Das ist ja dreckig. Oh, ja. Das ist sehr dreckig, oh Gott. Aber das gilt auch für die anderen. Machen. Ja. Okay, gut. Also, aber in der Traumwelt hast du jetzt halt 100 Dukaten, das bleibt bei dir. Aber du bist halt nackt, okay. Super. Ja. Toll. Ja, ich schlepp derweil den Wolf und ruf Rolfan so zu. Rolfan, hilf uns doch mal bitte. Weil er ist ja nicht mitgekommen. Und wir schleppen den Wolf dann wieder. Ich bin schon unterwegs. Schüttelte meinen Kopf und wegen Gott, wer das wirklich getan. Kann sich Waller nicht einen extra Wurf von mir wünschen? Damit sie doch noch nackt ist, wenn wir wieder aufhören? Nein, mit dem. Das will keiner sehen. Ey, aber Sekunde, ich kann mir noch was bei der Feder was wünschen, oder? Wenn die ist halt die Frage, ob das dann das zulässt, ja. Weil die Fee, also ich hab's herausgehört, die Fee möchte ja in ihrem Alter eh nichts machen, ne? Nein. Also ich könnte den einem besser gebrauchen. Die Fee kann einem, aber wirklich nur einem kann sie bei einem Wurf nochmal zu einem Reroll verhelfen. Bei einem von euch. Eigentlich wollte ich mir Kleidung wünschen, aber auch egal. Das wäre noch was anderes. Kleidung wünschen, das ist ja dann unabhängig davon. Ihr könnt ja alle erstmal eure Tätigkeiten und Würfe machen und dann darf die Fee entscheiden, wen sie vielleicht nochmal ein Reroll kommt. Und zwar müssen wir zwei machen. Ich hätte nämlich vor, den Wolf auf den Altar zu heben mit Hilfe von Rolfan, wenn es geht. Mhm. Ja. Und weil der ist ja tot, ist ein totes Tier. Also darum ging's doch, oder? Und dann würden wir den verbrennen. Ein Tier für seine Fähigkeiten, ja. Ja, und wir wollen die Fähigkeiten auf Neve geben. Hätte ich gesagt. Also wenn Rolfa die Fähigkeit unbedingt haben will, würden wir die auch auf ihn übertragen. Ihr dürft das nicht, ihr könnt das nicht entscheiden. Nicht, ne? Der, wo es hinlegt, der kriegt's wohl. Dann sollte Neve es hinlegen. Okay. Also ich denke, ich gehe mal davon aus, dass wir klug genug sind, um das zu deduzieren. Also rauszufinden, okay, wer es hinlegt, der kriegt die Scheiße auch. Okay, gut. Hauptsache Neve soll nicht den Altar berühren, wenn es geht. Weil ich will nicht, dass sie auf einmal geopfert wird. Ja. Dann dreh ich durch. Ja, okay. Das wäre. Ups. Oh, Gurtag würde dann wirklich durchdrehen. Er würde berserk gehen. Also, das wäre nicht gut für die Gruppe. Okay. Ja. Ja. Verstärkte Sinne für Neve, ob das auch in der realen Welt erhalten bleibt, das entscheidet der Wurf von Gurtag. Nur Sinne? Wolf ist doch eher stark. Ah! Schade. Na gut, die 4 jetzt auch nicht gebracht, aber das war schon ein bisschen aber, besser. Negativ gibt's ja nichts, oder? Nein, gibt's nichts. Neve wird jetzt auf jeden Fall einen Boni bekommen, für den Rest des Traumes. Werde ich dann davon berichten, sobald wir wieder kämpfen oder so. Gurtag wird aber bevor, also direkt nachdem das passiert ist, dreht er sich rum. Neve geht mit ihm. Und er geht zu dem Altar, an dem er zuerst stand. Und schaut ihn erstmal nur kurz an. Und sagt so, das wäre eigentlich sinnvoll. Ihr habt noch, er hat nicht vorgelesen, ihr wisst nicht, was da steht.
Aber er schaut ihn erstmal nur noch an, eine kurze Zeit, und das sieht so aus, als ob er einfach in sich geht und überlegt, ob es das wert ist, die Chance. Mhm. Und nach kurzer Zeit, wenn keiner von euch was macht, vor allem, weil der eine Sekunde mal, jetzt warte ich jetzt. Ja. Hier, ich drehe mich nur kurz ein bisschen zu dir hin, aber hab so ein bisschen noch das Gold in der Hand, aber ich hab so ein bisschen ein Auge auf dich. Also, ich meine jetzt nicht so im Auge, also. Mhm. Ja, schon. Du bist die nackt ist. Und? Ja, und dann macht Gurtag etwas, also was ihr noch nicht gesehen habt, denn er holt seine linke Hand hervor. Und jeder, der. Ich gucke ein bisschen so argwöhnisch. Jeder, der hinsieht, wird jetzt erkennen, dass die Hand keine Hand ist. Ihr habt die Hand noch nie gesehen. Er hat immer sehr, sehr penibel darauf geachtet, dass die keiner sieht. Und auch in dem Traum ist sie natürlich so, wie sie in Realität ist, weil wir alle so sind. Und die Hand ist eigentlich, ja, es sieht zuerst aus, als hätte er keine Hand da, sondern einfach nur einen Ast. Aber wenn ihr genau hinseht, dann seht ihr dort, dass dort ganz dünne Astfinger von dieser Hand abgehen. Und ihr seht, wie er im Grunde einen Finger abbricht. Ich meine, so von der Hand her würde der eh wieder nachwachsen, nicht wahr? So hatten wir das doch gesagt. Mhm. Oder hattest du das gesagt schon? Ja. Sehr gut. Das heißt, es hat nicht so viel Konsequenzen, glücklicherweise, nur sehr viel Schmerzen. Aber das ist auch sehr schmerzhaft für ihn, und er bricht den Finger ab und legt den auf den Altar. Also jetzt hier, Sekunde. Ich gehe jetzt kurz darauf ein. Ich sehe ja jetzt diesen, das Gas doch, oder? Du hast es beobachtet, also würde ich ja, sagen, ja. Ja, klar. Ja, weil, das hat er nicht gerade versteckt jetzt gemacht, sondern das hat er schon. Er musste sich eh darauf konzentrieren, das überhaupt zu machen. Meine Augen weit an sich, ich lasse den Goldsack fallen und schaue da jetzt schon so richtig ein bisschen entsetzt dich an. Mhm. Ich also bekomme so mit, erschrocken, wie Gurtagat zusammenwackt und rennt zu ihm. Ja, er sagt ja nicht zusammen. Nee. Also, aber er hat sehr viel Schmerzen nie, dabei. Gurtag muss auf jeden Fall eine Körperbeherrschungsprobe machen. Achso, okay. Ich merke auf jeden Fall, dass wenn dir was nicht stimmt, und geh mal zu dir. Wo ist mein Dings hin? Nein, mein Cheat ist weg. Warte, eine Sekunde. So, jetzt. Ich tauche halt plötzlich neben Gurtag auf, auch direkt bei der Hand, weil ich den Mantel abgelegt habe und Körperbeherrschung, schau ein bisschen Mut, besorgt Intuition und Geschick. Das muss unter 12 sein. Oh, Gurtag ist so fokussiert. Der ist beherrscht wie die Hölle. die Tati, wir brauchen. Yo. So, und die Gewandtheit, das ist ja nicht Geschick. Was ist das, eine 15? Er hat eine Gewandtheit von 11 jetzt durch das Leveln. Und sein Talent ist bei Körperbeherrschung. Ja, jetzt, er knickt ein bisschen ein, ja. Okay. Also ich habe nur 14 runter von 11. Okay. Also, nur 1 du hast es, also du hast es dennoch durchgezogen, also du hast das getan, was du wolltest, okay. Aber bist dann halt ein bisschen zusammengesackt, was die anderen auch sehen. Bevor die anderen auf dich zurennen und umsorgt sind, machen wir jetzt noch die 3-2-1-Proben. Also zum einen natürlich, passiert auf wundersame Weise. Du hast da zwar gerade anscheinend einen Finger geopfert, aber bekommst eine richtige Hand anstelle zurück. Also das sieht yes. super toll aus. Die Frage ist, ob du die jetzt behalten darfst. Und deswegen der ganz, ganz wichtige Wurf für dich. God damn it! No. Und jetzt leider noch der Wurf für die Realität. Vielleicht hast du den einen Finger verloren. Aber es wäre ja nicht dauerhaft, oder? Den Astfinger, ja, der wächst nach, aber das passiert nein, auch nicht. Nein, habe ich nicht. Okay. Also ist im Grunde nichts passiert in der Hinsicht, aber trotzdem bist du zusammengesackt vor lauter Schmerzen. Momentan habe ich aber eine richtige Hand, oder? Also das bleibt ja noch im Traum. Ja, bis zum Ende des Traumes hast du jetzt eine echte Hand. Naja, dann kann er immerhin nochmal... Minus einem Finger, oder ist der Finger... Also nein, das ist der ganze Hand. Nee, der ist wieder... Nee, ich habe ja den Finger geopfert für die Hand. Ich habe den Finger für den ganzen Hand geopfert. Mit dem Traum zumindest. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis es bei Gurtag Klick gemacht hat. Und er wollte halt so gern wieder eine Hand haben. Ja.